Jetzt alle Luft ausschnaufen, ausschnaufen, raus, 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 mehr ausschnaufen, länger, 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 weiter, 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 unten rein, tief Luft holen, rein, 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 und normal schnaufen. Der Moel ist auf die Welt gekommen mit zystischer Fibrose. Er hat schon eine schwere Komplikation gehabt bei der Geburt. Er hat nämlich einen verstopften Darm gehabt. Morgen um 2 Uhr so hat die Ärztin angerufen und gesagt, jetzt sei der Darm geplatzt. Zystische Fibrose ist eine genetische Krankheit, die macht, dass der Kanal, der Salz transportiert, defekt ist. Bis jetzt ist das nicht heilbar. Ich habe gedacht, mit 12 braucht er eine neue Lunge, mit 17 stirbt er vielleicht. Das Problem ist, dass durch den zähen Schleim in der Lunge sich Sekret wie die Bronchien verstopft und dort Bakterien wachsen. Und die chronische Entzündung und der Körper, der dagegen arbeitet, macht, dass die Lunge langsam kaputt geht. Kinder entscheiden eigentlich, ob sie kämpfen wollen. Der sollte eine böse Bakterie darstellen. Und ich bin der Judah. Ja, weil er ist auch klein und ich bin auch klein und dann greifen mir Bakterien an. Also es ist sein Leben mit ganz viel Therapie, ganz viel Medikamenten. 6048 Tabletten im Jahr. Der Alltag der CF-Patienten ist ein belastender Alltag. Sie müssen regelmäßig in die Physiotherapie gehen. Er ist von 0 bis 12 Uhr auch viel im Kispi. Sie müssen jeden Tag inhalieren, mehrmals pro Tag. Ich halt einfach Husten auch am Abend, also vor dem Schlafen, also im Bett. 24 Stunden am Tag müssen sie husten, sie haben immer Schleim. Dort hat er auch mal eine Zeit lang Schimmelpilz auf der Lunge gehabt. Also es sind sehr, sehr viele Untersuchungen, die zum Teil auch sehr invasiv sind. Immer nach dem Kispi-Termin gehen wir zusammen fein gut zum Mittagessen. Und einmal wünscht sich eigentlich immer, dass wir gehen, Sushi oder Thai essen. Man muss das Enzym der Bauchspeicheldrüse künstlich geben. Das heisst, bei jeder einzelnen Mahlzeit muss er ganz viele Tabletten schlucken. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass es irgendwann einmal ein Medikament gibt. Wir machen ja schon lange Forschung in unserer Abteilung mit Patienten mit zystischer Fibrose. Und das hat auch dazu geführt, dass wir Mitglied werden im grossen Netzwerk in Europa, wo eben die grossen Trials macht. Jetzt vor einem Jahr ist dann der Durchbruch eigentlich gekommen. Wir sind vor einer Ferrari gestanden, die dort parkiert hat. Sehe ich so einen verpassten Anruf, so Kispi-Nummern, zurückgeleitet. Der Moel war der erste Patient, der in die Studie kam. Da, 001. Als erstes Kind in Europa. Aber ich wäre lieber der 7. gewesen, dann wäre ich 007. Wir sind natürlich gerade Tränen gekommen. Dann sind wir heim und haben Champagner aufgenommen. Das ist meine Lieblingstablette. Das Medikament ist das Resultat von einer jahrzehntelangen Forschung. 50 Jahre haben sie geforscht, glaube ich. Was es macht, ist, dass der Kanal, der defekt ist, kann gebildet werden und sogar funktioniert. Sie zerstören halt den Lungenschleim. Alle Organe, die betroffen sind, funktionieren besser. Durch das ja, gibt es weniger Infekt und er kann viel besser schnaufen. Und wie war es so ein bisschen vom Husten? Ich hatte gar keine Husten mehr gehabt. In letzter Zeit. Gar keine Husten mehr? Nein. Cool, sehr gut. Ich höre all da, alle Nachbarn husten, aber er nicht. Mit diesen Medikamenten erwarten wir vielleicht 50, 60 oder ganz normale Lebenserwartung. Er hatte keinen Bauchweh mehr, er konnte gehen, er hatte keinen Infekt mehr gehabt, er hatte keinen Husten mehr, kein Sekret mehr. Also es ist wirklich für ihn, wie wenn ich einen Lichtschalter drehte. So,